Und herzlich willkommen zurück. Jaethal hat ihren Eber gefunden. Wir haben ihn obduziert. Wir wissen, dass wir zum Dornfluss müssen, um der Sache weiterhin auf den Grund zu gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht. Aber erst einmal, genau, lauert hier noch die arme, einsame, modernde Schlurferkreatur, die wir jetzt aus seinem Leid erlösen werden. Hoffentlich. Doch, das kriegen wir durchaus hin. Wir bringen Friedetreffer rein. Jaethal wird nach einem Hieb zu Boden gestreckt. Sie war vorher schon angeschlagen und verwundet. Ich habe die Befürchtung, ich hatte die Hoffnung, dass wir das Lied nicht benötigen. Ah. Aber dann, angeregt von Lindsays Griff in die Tasten, bringt Lindsay auch den finalen Schlag an und schickt den modernen Schlurfer in die ewige Ruhe. Armes Wesen. Wir finden einen gravierten silbernen Anhänger bei ihr, der an einem Zweig des modernen Schlurfers befestigt war. Das Wort Bertha ist dort eingraviert. Und ansonsten ein Smaragd. Traurig, traurig. Dann verlassen wir jetzt aber erneut das Gebiet, die Gegend von Alt-Ahorn. Und schauen mal, ob wir uns zuerst zu Olex Handelsposten wenden, damit Valerie mit ihrem, aufdringlichen Paladin-Freund sich beraten kann. Oder ob vielleicht der Dornfluss eher noch auf unseren Pfaden liegt. Jetzt hier mal umsehen. Hier ist das Ufer des Dornflusses. Na gut. Das ist direkt auf dem Weg. Dann werden wir dort zuerst hin. Und ich glaube, jetzt nehmen wir uns auch noch mal kurz die Zeit, um Jaethal zu steigern. Denn ich hatte bisher in dem, was so vor uns lag, an den Kämpfen, nicht die Not darin gesehen. Aber wir nähern uns ja jetzt ja wieder anspruchsvolleren Gebieten, womöglicherweise. So, Level 7. Alles klar, es ist dann doch nur ein Aufstieg, den wir verschlafen haben. Einmal kriegt sie ein neues Talent und ihr Richtspruch verbessert sich erneut. Sie kann ihn einmal häufiger pro Tag einsetzen. Schön. Und Stufe 8 gibt es die Umarmung des Todes. Du heilst Schaden. Beim negativen Fokussieren. Wenn sie Untote verletzen. Okay. Was haben wir denn? Was wollen wir denn mit ihr? Auf jeden Fall das arkane Wissen. Naturwissen, die Wahrnehmung, magischen Gegenstand. Ja, das war's. Kernschuss. Nein. Sie ist immer noch unsere Nahkämpferin. Langsam wird bei ihr auch der Doppelschlag interessant. Ja, würde ich sagen. Warum nicht? Sie ist ohnehin nicht unsere gerüstete Kämpferin, sondern unsere Schadenskämpferin. Und Amiri hat damit auch gute Erfahrungen gemacht. Im Übrigen kriegen wir einen neuen Level 1 Zauber und zwei neue Level 3 Zauber. Segnung brauchen wir nicht. Schild des Glaubens. Ein Ablenkbonus. Eine Minute pro Stufe. Entschuldigung. Wollen wir das wirklich nehmen? Na, wir nehmen den unbetäubenden Schrei. Der trifft ab und zu auch nochmal Gegner, die anderweitig sehr resistent sind. Litanei der Verstrickung. Eine feindliche Kreatur, das ist mir zu wenig. Gemeinschaftliches unsichtbares Sehen für 10 Minuten pro Stufe. Das würde ich sagen, brauchen wir auf jeden Fall, sonst sind wir da nämlich sehr schwach aufgestellt. Krankheit kurieren kann auch unser Priester. Gebet kann unser Priester eitern. Nein.
Magisches Gewand. Ach, das ist der Verbesserungsbonus auf die Rüstungen. Nein, dann nehmen wir bei ihr schwere Wunden verursachen. Achso, aha. Und einmal gemeinschaftliches Unsichtbares erkennen. Und das. Gut. Das sagt mir doch zu. Und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dann gibt's noch einmal ein bisschen positive Energien hervorgelockt. Sie darf erst einmal sich auch noch ein wenig nach oben bringen, heilen. Gut, und dann sind wir wieder schlagkräftig genug. Um zu gucken, was uns hier begegnet. Fallen und Schätze. Erstmal die Schätze. Eine alte Rostlandmünze. So. Lindsay, das machst du wieder alleine. Du schaffst das schon. Wunderbar. Und hier sind Schreckenswildschweine. So, komm, einfach treffen. So, da hat sich dann das gleich schon mal für Jaethel gelohnt. Trifft, glaube ich, doppelt, ne? Es sind so viele Würfe hintereinander, dass man da zum Teil gar nicht durchsteigt. Ja, sehr schön. Ikondario hat auch nochmal einen kritischen Treffer mit 47 Schaden hingelegt. Da brauchen wir so wenig befürchten. Also momentan sind wir erstmal auf einer Gruppenstärke angekommen, dass wir sehr gut mit allem fertig werden, was uns das Spiel so entgegenwirft. Meistens jedenfalls. Eine Versammlung von Elfen. Das würde ja passen, wenn die in irgendeiner Form Jaethel nachgestellt haben. Gucken wir mal, was hier auf uns wartet. Nein! Da ist sie! Sie hat uns gefunden! Monster! Wir wussten, dass ihr immer nach Blut dürsten würdet. Wir werden uns nicht kampflos ergeben. Hier ist scheinbar gar nicht daran zu denken, das irgendwie mit Gesprächen zu lösen. Wie viele schießen denn? Oh, schießen alle auf Rockscha. Juhu! Dann begib dich mal nach hinten. Zieh sie näher heran, während Valerie und Amiri hier versuchen, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. So, Rockscha ist jetzt nur noch unter Bogenschützenbeschuss. Dann werden er und der Hund sich darum kümmern. Wir beschwören positive Energie, werden aber schnell getroffen und gehen zu Boden. Okay, wir sind schon wieder in einer Begegnung, die wir nicht so einfach abschütteln können. Was hatten wir denn alles noch so für Möglichkeiten, uns im Vorfeld stärker zu machen? Du hast dazu nichts beigetragen, ne? Furchtbannen, demoralisieren, unsichtbares Sehen brauchen wir nicht. Nee. Lindsay the Magnificent? Lindsay the Illustrious? Lindsay, Schnauze. Wie lange hält denn Verschwinden an? Eine Minute pro Stufe? Das können wir auf jeden Fall erstmal auf unsere Nahkämpfer wirken hier. Vergeben uns ja nichts damit. Hast wirken wir, sobald der Kampf losgeht. Der Orkanbogen hält eine Weile an. Gut. Dann schauen wir, dass sie vorne steht. Und dass er schon mal seine Skelette hier beschwört. Ja, ja. Ihr braucht euch nicht ergeben. Kampflos. Aber wir werden auch schon mit euch fertig werden. Okay. Lindsay spielt ihren Song. Und dann wird Hast gewirkt. Und das auch zum Glück sehr schnell. Dadurch haben wir jetzt eigentlich erst einmal die Oberhand. Valerie stürmt nach vorne zu dem jungen Elfen. Oh nein, sie ist leider von Lachkrämpfen zurückgehalten. Und dadurch kriegt sie jetzt viele Treffer ab.
Okay, nein, Raksha beschwört positive Energie, guckt, dass wir uns heilen. Ja. Aber die, ja, der Widerstand bricht unheimlich schnell. Und binnen Bruchteilen von Sekunden ist der Kampf entschieden. Jaethel bleibt reglos vor dem toten Elfenmädchen stehen. Es ist schwierig, in der Miene der Inquisitorin etwas zu lesen, doch ihre Körperhaltung ist angespannt wie die Sehne eines Bogens. Was für ein hübsches Kind! Und sie sieht meiner Nortilara so ähnlich. Selbst der Tod konnte ihre Schönheit nicht entstellen. Oh. Mit leerem Blick hält Jaethel die Hand über die Leiche des Mädchens. Das Gefühl einer erdrückenden Macht, kalt und schmerzhaft, ist beinahe körperlich spürbar. Die Leiche des toten Elfenmädchens beginnt zu zucken. Mit einem leisen Stöhnen, das zu einem Schrei anschwillt, öffnet das tote Mädchen die Augen und steht auf. Jaethel blickt das Mädchen erstaunt an, als wäre sie selbst überrascht, was sie getan hat. Die Toten zum Leben erwecken. Ich wusste nicht, dass ihr das könnt. Ich wusste nichts von dieser Seite meiner Macht. Etwas ist in mir erwacht. Die Fähigkeit, Urgathoas Gabe weiterzugeben. Jaethel mustert die von ihr erschaffene Untote mit dem Blick einer Bildhauerin, die ihr Werk betrachtet. Das untote Mädchen beginnt unter ihrem durchdringenden Blick zu zittern. Was habt ihr mit mir gemacht? Was soll das? Ich habe dich vor dem Vergessen gerettet, dich und deine Schönheit, törichtes Gör. Du trägst nun Urgathoas Gabe in dir, genau wie ich. Du bist untot, wenn du das Wort bevorzugst, das törichte Kleingeister verwenden. Nein, nein! Ich folge lieber meinen Freunden in den Tod, als zu einer widerwärtigen Untoten zu werden. Ein unnatürliches Zucken durchfährt den Körper des Mädchens. Sie blickt dich zornig an. Ich flehe euch, seid gnädig. Sie hat kein Herz, aber ihr seid anders. Ihr lebt noch. Lasst mich sterben. Erlöst mich von diesem Leib. Erstmal antworten. Warum habt ihr uns angegriffen? Das Elfenmädchen sieht dich mit seinen großen Augen verwirrt an. Wir wollten uns nur schützen. Der Wanderer hat uns gewarnt, dass dieses Monster uns verfolgt. Die Elfin deutet auf Jaethel. Er sagte, sie würde neue rituelle Opfer suchen. Jeder in Kyonin weiß, dass sie im Namen ihrer verdammten Göttin Elfen getötet hat und damit durchgekommen ist und unbehelligt ins Exil gehen konnte. Hätten wir gewusst, dass sie uns aufgespürt würde, hätten wir die Wälder in unserer Heimat nie verlassen. Wer war dieser Wanderer, der sagte, Jaethel würde euch verfolgen? Wir kannten ihn als den Wanderer nur, aber es ist ein Spitzname. Ich weiß nicht, wie er wirklich heißt. Er ist ein Halbelf. Meine Freunde kannten ihn. Sie sagten, er habe die Seele eines Wanderers, die ihn von einem Ort zum nächsten führt. Ich habe ihn ab und an in Kyonin gesehen und kürzlich ist er uns auf der Straße begegnet. Er ist zu uns aufgeschlossen, um uns vor der Gefahr zu warnen. Er hat braunes Haar und gelbgrüne Augen wie eine Katze. Bitte, mehr weiß ich nicht. Erlöst mich. Jeder Augenblick in diesem leblosen Körper treibt mich in den Wahnsinn. Jaethel, was habt ihr mit diesem armen Mädchen vor? Ich werde ihr nichts tun und ich lasse nicht zu, dass sie sich selbst etwas antut. Sie ist verängstigt und begreift nicht, welches Geschenk sie gerade erhalten hat. Elfen haben ein langes Leben, sind aber dennoch Sklaven der Zeit. Nur Urgathoas Gabe kann sie davor bewahren. Ewiges Leben, ewige Jugend, ewige unsterbliche Schönheit. Gibt es irgendwas Vergleichbares? Jaethel sagt die letzten Worte nachdenklich, als wäre ihr die Antwort nicht ganz klar. Ich hoffe, Jaethel, dass euch der sinnlose Tod dieses bedauernswerten Mädchens leid tut und ihr ihr auf eure Weise helfen wollt. Und dass ihr euch nicht nur amüsiert, wie es für gewöhnlich der Fall ist. Ich kann kaum glauben, was ich sage, aber ich stimme unserer toten Freundin zu. Jeder kann stürzen und sterben. Dafür braucht man weder Mut noch Verstand. Wenn man stürzt, muss man aufstehen und weitergehen. Ich habe es schon unzählige Male getan und ich wette, dieses Elfchen wird auch stehen und weitergehen, sobald es sich zusammenreißt. Untot zu sein ist schlimm. Wirklich tot zu sein oder aufzugeben ist wesentlich schlimmer. Ja, yeah, aber wir stehen hier und wir sind Groetos Bote auf Erden. Groetos, Gott des Vergessens, derjenige, der mit Pharasma zusammenarbeitet, der am Ende da sein wird, wenn keine Seele mehr auf dieser Welt lebt. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ihr sollt das arme Mädchen sterben lassen, Jaethel. Es ist ihr Wunsch. Und außerdem ist die Ewigkeit nicht für jeden ein Geschenk. Nett.
Jaethel runzelt die Stirn. Ich kann mich keinem Befehl meines Schutzherrn und des Herrschers dieses Landes widersetzen. Ich hoffe allerdings, dass ihr es euch nicht zur Gewohnheit macht, wertvolle Ressourcen derart zu vergeuden. Eine solche Verschwendung ist schlecht für den Herrscher und seine Untertanen. Hier geht's richtig zur Sache bei ihr. Mein Mann, Mann. Ich weiß nicht, wem ich in dieser Geschichte glauben soll. Hat uns der Händler getäuscht? Oder lügt dieses Mädchen? Nein, ich bin sicher, dass uns jemand eine falsche Fährte zum Lager der Elfen gelegt und die Elfen überzeugt hat, dass wir sie jagen. Es deutet alles darauf hin. Und wir wissen, wer das war, nicht wahr? Ein plötzliches Erscheinen, ein Dolch, eine falsche Fährte? Das Halbblut wird viele Fragen beantworten müssen. Ich beginne mit, warum hast du mich getötet? Und ende mit, wie erbärmlich fühlst du dich jetzt, nachdem ich es dir zweimal nicht geglückt ist, mich ins Vergessen zu schicken? Denke ich jedenfalls. Wir wissen nichts mit Sicherheit. Gehen wir in die Hauptstadt und reden nochmal mit Ineo. Natürlich, unterhalten wir uns ein wenig. Jaethel wirkt völlig ruhig und gleichgültig, doch diese Gleichgültigkeit ist beunruhigender als jeder Zorn. Beeilen wir uns. Huhuhu. Aber vorher wollen wir ja nichts verkommen lassen, was diese Elfen hier vielleicht bei sich tragen. Das sind zumindest meisterlich gearbeitete Sachen. Ein Schutzring. Oh, das war Müll. Na gut, den nehmen wir auch mit. Und was haben wir hier noch so? Eine gekrümmte, beidhändige Elfenklinge plus eins. Ach, was habe ich denn jetzt den Kochlöffel mitgenommen? Ah, Rationen. Eine Schriftrolle für Übelkeit bannen. Das ist ja wirklich einfaches Pilger-Equipment. Tja, gut. Das sind die traurigen Überreste. Können natürlich noch gerne mal schauen, ob sich hier noch irgendetwas verbirgt. Megaloceros, ist das einfach nur die Art? Nein, 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 nein. Wir wollen diesen prachtvollen Elch nicht töten. Aber wir finden eine Karte von Avestan. Kohle. Ach, Rati, haben wir wohl mal ein Lager aufgeschlagen. Ob es wohl Leute gibt, die mit Tieren kommunizieren können? Ob uns dieser Elch wohl etwas erzählen könnte? Oder vielleicht steht er auch als Bote hier von dem Wanderer, beobachtet, was geschehen ist, berichtet. Gut. Das Verschwimmen ist immer noch auf uns gewirkt. We do it my way. Ja, das Elfenmädchen haben wir noch gar nicht uns so richtig angesehen. Und irgendwo haben wir noch einen jungen Elfen übersehen. Aber jetzt haben wir alles, was wir wollen. Und setzen den Weg weiter fort. Gehen aber noch nicht zurück in die Hauptstadt, noch nicht zurück zu Ineo. Wo ich ganz gespannt bin, wie er sich aus dieser Sache herauswinden möchte. Ich halte es auch noch für möglich, dass auch er getäuscht wurde. Und gehen erst einmal. Wir haben bald schon wieder einen Monatswechsel. Aber bisher gab es die neuen Ereignisse ja nicht direkt am Anfang des Monats und wir sollten trotzdem um den 1.2. bereits wieder in unserer Baronie sein. Es gibt ja auch gerade keine dringenden Meldungen. So. Gehen hier einmal direkt hin. Und ich muss halt auch wirklich sagen, also ich bin jetzt ja schon eine Weile mit dabei, halt dieses Spiel zu genießen. Und es ist immer noch spannend. Also es hat tatsächlich sogar jetzt, wo man nochmal so ein bisschen die Möglichkeit hat, sich ja freier auf der Karte zu orientieren und die Sachen zu entdecken, ist es immer noch unterhaltsam. Die Charakterquesten gewinnen langsam an Spannung. Also es entfaltet sich ja so ein bisschen so der Hintergrund. Und darauf habe ich halt auch gehofft. Also dass jetzt Jaethel und Amiri, Lindsay, dass die ein bisschen mehr zu erleben haben, als es so auf den ersten Blick den Anschein hat.
Und bei dem, was jetzt so langsam da so durchtröpfelt, habe ich das Gefühl... Nein, nicht, dass wir irgendwelche Rast brauchen, sondern dass ich mich darauf freue, diese Geschichte noch ein wenig weiter zu lüften. Okay, wir reden mal direkt mit Oleg. Guten Tag, euer Gnaden. Wie stehen denn die Dinge hier? Oleg kratzt sich am Kopf. Wir kommen zurecht, würde ich sagen. Und ziemlich gut sogar, um ehrlich zu sein. Dank der weisen Entscheidungen und des Schutzes eurer Gnaden. Ich gebe zu, ich war in der Hauptstadt für einen Moment in Sorge. Ich dachte schon, ihr würdet unsere Steuern verdoppeln und mich zum Bettler machen. Oleg. Oleg, euch niemals. So, hier. Meisterstücke kommen noch mit dazu. Ein Traum. Ein Traum. Und dann handeln wir. So diese ganzen einfachen Verzauberungen und so, da können wir tatsächlich auch nichts mehr von gewinnen. Können auch mal nach Preisen sortieren. Metamagisches Zauberzepter. Nee, brauchen wir nicht. Die aufflammbare Armbrust ist immer noch lustig. Wir könnten halt all den Leuten nochmal so eine Flammenarmbrust in die Hand drücken. Ja, und dann kommen die einfachen Verstärkungen, die Ritterrüstung plus 1. Ne, da ist tatsächlich nichts mehr mit dabei, was wir benötigen. Dann werden wir hier im Handelsposten noch einmal... Ach ne, Moment, wir reden nochmal mit Bocken. Jetzt, wo da eine Werkstatt auch erblüht und gebaut wird, oder wurde. Schade, da gibt es nichts Neues. Heiltränke einkaufen brauchen wir tatsächlich auch nicht. Wir haben nicht viele, aber wie gesagt, mit den Priesterheilungen... Kommen wir wunderbar zurecht. Doch, doch. Es wird, es wird. Svetlana, meine Liebe. Wie ist denn für euch das Leben? Viel besser als zu Zeiten des Hirschkönigs. Ich bin mir nicht sicher, was wir ohne euch und eure weisen Entscheidungen getan hätten, euer Gnaden. Mein Gemahl ist ein zugeknüpfter Mann, der seine wahren Gefühle nur selten zeigt. Deshalb möchte ich euch auch in seinem Namen aufrichtig danken. Nun, gerne, gerne. Aber er hat auch offen gesprochen und gesagt, dass er sich hier wohl fühlt. Ach komm, Amiri. Ist nicht so schwer, hier den Weg ins Bett zu finden. Sich einmal auszuruhen. Aber scheinbar. Jetzt können wir noch mal gucken, ist er hier in der Taverne? Nee, hier ist niemand. Müssen wir gleich noch mal gucken, wo denn wirklich Valeries Gesandter herumsteht. Aufträge von Gefährten, Shedins Auserwählte. Ja, hier steht es natürlich wieder nicht. Das ist der zurückkehrt dahin. Loyaler Staatsdiener. Ich glaube, dass 5 kluge Köpfe für einen echten Rat nicht ausreichen. Hoffentlich kann er noch weitere besetzen oder ein paar neue schaffen. Oha. Ach stimmt, wir brauchen wahrscheinlich irgendwann auch noch Spionageberater und dergleichen. Ne? Wie man ein Königreich aufbaut. Hauptlande größer, sich verbessern. Das konsequente Abwickeln von Staatsangelegenheiten wird Früchte tragen. Okay. Was? Ach so, das Sumpfbüquet. Ja, das ist für die... Das ist alles für die Hexe. Ein uralter Fluch. Wir haben noch 133 Tage Zeit. Das reicht auch noch, dass wir beide Forschungsaufträge fertig kriegen, wenn wir Jot fast nur noch das machen lassen. Das Kerzenmeer können wir, denke ich, so langsam erkunden. Und in der Hauptstadt können wir jetzt auch nochmal mit der Mutter des Jungen reden. Stimmt. In unserer Hauptstadt wahrscheinlich, ne? Oder in welcher Hauptstadt oder ist Restorf gemeint? Ist wahrscheinlich auch wieder auf der Karte markiert. Erstmal losziehen von hier. Könnten in der Tat. Ich würde es genießen, jetzt mal einen Händler zu finden. Wobei wir hatten in der Hauptstadt ja noch Händler, die auch durchaus noch etwas bessere Sachen bei sich hatten. Die ich mir nur zu dem Zeitpunkt nicht leisten wollte.
Da ich aber momentan echt nicht wüsste, wohin sonst mit dem ganzen Einkommen. Ich dachte, hier ist dann das mit Valerie. Aber, Weil er beim Tempel des... Oder hat er beim Tempel des Elchs warten wollen? Das ist auf jeden Fall noch irgendein Ereignis hier. Was wäre... Was? Da, ich... Moment. Gucken jetzt nochmal in unser Inventar. Aber wir haben ja den Brief auf jeden Fall auch weitergegeben. So, Datum. Vom Neuesten zum Ältesten. Megawan, Jamandi, Nyta... Blut verschmiert. Ah, das sieht nicht gut aus. Naja, ich habe das Gefühl, wir haben den Brief nicht mehr. Brief des Banditen. Nee, nee. Und bemerkenswert sind die Briefe nicht. Gut, wir waren an Olex Handelsposten und da gab es nicht. Wir können mal nach Markthofen reisen. Können uns auch mal angucken, was wir jetzt so erbaut haben. Können wir uns jetzt wirklich bewegen? Stehen da Leute rum? Oder sehen wir jetzt einfach nur wieder die Bauansicht? Nein, wir können hier tatsächlich herumlaufen. So, alle wünschen uns einen guten Tag. Jede Menge Bürger. Alle in einen Plausch vertieft. Hier ist die Taverne zum Brezel oder so. Das ist wahrscheinlich einfach nur raus aus der Karte. Jawohl. Ja, gut. Es ist klein und übersichtlich. Hier steht auch nochmal ein Händler herum. Rastvorräte und Rationen können wir durchaus noch mal wieder einkaufen. 200 Pfund. Da. Da haben wir doch auch noch keinen Malus, oder? Mittel. Naja, gut, Reisegeschwindigkeit reduziert ist okay. Nehmen wir mit. Drucken wir nochmal in so ein Haus rein. Aber gut. Außer, dass hier wieder diese schöne, beschwingte Musik spielt. Und ein schön eingerichtetes Haus ist. Mein Gott, was für eine aufwendige, schöne Flicken. Oh, so eine Decke finde ich total geil. So eine habe ich auch gerade für mich zu Hause in Auftrag. So, die Mutter eines Freundes ist da, die bastelt und strickt und... was ist stricken? Ist das ja gar nicht. Schneidert ganz gerne. Heidenarbeit. Aber total cool. Gerade jetzt, wenn die zur kalten Jahreszeit noch fertig wird. Träumchen. Gut, nee, habe ich nicht das Gefühl, dass wir hier irgendwas übersehen haben. Dann sind die Ausrufezeichen beim Handelsposten nur, dass Olic uns dankbar ist. Ich habe die Befürchtung, wir müssen gleich nochmal zurückreisen. Ich habe auch die Befürchtung. Moment! Wir probieren mal, hier mittendurch zu reisen, anstatt diesen riesen Umweg da zu nehmen. Das müsste eigentlich funktionieren. Und jetzt nochmal ein Goblin, ein Trollüberfall. Oder gar nichts. Ja, wir gehen einfach weiter. Hätte ja sein können, dass da noch irgendwas ist, was uns auflauert, aber in der Gegend... Ja. So, ach ja, stimmt, das Lager der Technikliga, wo das schon mal hier ist. Der Ort kann im Moment nicht besucht werden. Warum nicht? Verdammt. Schade, ich hatte nur gelesen, dass nach euren Kommentaren ich halt nochmal nach dem aktuellen Update im Techniklager vorbeischauen kann oder soll. Scheinbar... ist das aber...
I need inspiration. Ja, Goblins. Wuhu. Wieder ein Schlaublick. Das war wieder eine sehr, sehr dumme Troll-Idee. Eine Goblin-Schnaps-Idee. Auf Wiedersehen. Worauf wollte ich hinaus? Genau, dass man mit dem aktuellen Update dann noch da hingehen kann. Und dass der Grund, dass ich dort nicht hin kann, derjenige ist, dass eigentlich ein Gefährte von mir entführt werden sollte. Aber, weil ich die Heilzauber gespammt habe, konnte er nicht mitgenommen werden, weil er gleich schon wieder aufgestanden ist, wo er zu Boden ging. Und dadurch habe ich quasi den Verlauf dieser Aufgabe verbuggt. Ja, schade. Sollte wohl durch den Patch eigentlich wieder in Ordnung gebracht sein. Ist aber bei mir, wie wir jetzt hier leider sehen, nicht der Fall. Gut. Werden wir verkraften können? Ich habe gehört, dass da vielleicht noch ein Gefährte wartet oder so. Aber wir sind absolut voll momentan. Haben zumindest keinen Bedarf. Und irgendwann mag sich das ja dann auch wieder... irgendwann mag das ja auch wieder gehen. Wir gucken auf jeden Fall erstmal nochmal zum Tempel. Könnte sein, dass es auch hier war. Aber ich glaube nicht. Mal gucken, was sich hier getan hat. Time to search for the spot to rest. Pilger. Nicht unbedingt schlecht, aber nicht diejenigen, auf die ich gewartet habe. Der Glaube ist an einen heiligen Ort zurückgekehrt. Jaja. Wir haben ja auch alles daran gesetzt, diese Gegend zu erhalten. Das Wasser ist kristallklar und scheint sanft zu schimmern. Und es hat ja auch heilende Wirkung. Außer für unsere Untote. Eine alte Statue von Erastil. Genau, das kennen wir doch. Das kennen wir doch. Ja. Können wir jetzt vielleicht... Ist das beiseite geräumt worden? Nein, hier ist leider immer noch alles verschüttet. Gut, dann ist halt die Änderung, dass jetzt hier Pilger sind. Ich freue mich dafür. Finde das schön. Ich bin aber immer noch so ein bisschen verwirrt darüber, was wir hier mit Valerie und ihrer Angelegenheit anstellen. Jubilost. Sein reger, wacher Verstand führte Jubilost in die Raublande. Er wollte selbst miterleben, wie unsere junge Nation erblüht und verließ dafür sogar Absalom. Jubilost Nathropel ist nicht nur ein berühmter Entdecker, ein namhafter Autor und eine rundherum bekannte Persönlichkeit vielleicht? Wahrscheinlich wollte sie da noch nervig mit hinzufügen. Ja, jetzt wartet hier natürlich noch Lindsay, die uns empfangen möchte. Der Schlammfuhl, da haben wir die Sammelquest. Ansonsten sind hier keine Sachen für uns sonderlich markiert. Okay, kann ich die Quest verfolgen? Shilins Auserwählte. Scheinbar nicht. Wisst ihr was? Ich werde mal ganz kurz an dieser Stelle unterbrechen und einmal nachlesen, wo denn Fredero Sinet auf uns wartet. Denn ich wollte jetzt ungern noch Stunden damit verbringen, einfach hier wild und ziellos zu suchen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir sind nochmal zu Bockens Handelsposten gereist. Und ich bin tatsächlich einfach an den Kollegen vorbeigelaufen, die hier völlig unbeteiligt, leider nicht als ausführlich markiert, vor den Toren von Bockens Handelsposten stehen. Ich habe noch nicht mit ihnen gesprochen, also gucken wir mal, was uns der werte Fredero Sinet zu sagen hat. Fredero Sinet, ein Mann mittleren Alters, in einer polierten, glänzenden Rüstung wendet sich dir zu. Sein Bart und Haar sind makellos gepflegt und sein Gesicht ist eine Maske reservierter Höflichkeit. Er beobachtet dich aufmerksam mit stechenden grauen Augen. Baron Rokscha, der Pilger, welche Ehre, euch persönlich zu begegnen. Ich bin Fredero Sinet, ein Paladin der prächtigen Shilin vom Orden der Ewigen Rose. Fredero richtet seinen Blick auf Valerie. Da seid ihr ja, Valerie. Wie viele Jahre ist es her, dass wir einander gesehen haben? Ich bin so froh, dass die Jahre nicht die göttliche Freude von eurem strahlenden Gesicht getilgt haben. Valerie nickt Sinet kalt zu. Seid gegrüßt. Es freut mich, euch bei Gesundheit zu sehen, Fredero.
Ihr gehört dem Orden der Ewigen Rose an, nicht wahr? Ganz genau. Einst bewachte ich Werke, die Shilins Segen zeigten. Werke der Kunst, der Schönheit und der Liebe. Doch das ist ein Pfad für junge Paladine und Priester, die noch voller Energie sind. Ich bin inzwischen Mentor im Orden. Viele Diener von Shilin, die nun ihre Schöpfung bewachen, wurden von mir unterrichtet. Und Valerie hätte sie gewiss alle übertroffen, wenn sie uns nicht verlassen hätte. Also, Fredero, warum seid ihr hier? Der Paladin blickt dich direkt an. Wie ich in meinem Brief an euch bereits erwähnte, ist es mein Ziel, Valerie zurück in Shilins Obhut zu holen. Vor vielen Jahren wurde ein schrecklicher Fehler begangen. Sie, deren Schicksal schon von ihrer Geburt prophezeit worden war, widersetzte sich ihrer Bestimmung. Ich will an Valeries Verstand appellieren und sie an ihre Pflichten erinnern. Ihr redet, als würde ich nicht direkt verstehen, worin meine Pflicht liegt. Ihr habt mir reichlich Grund zum Zweifeln gegeben. Wohin wollt ihr gehen? Wenn Valerie sich meinem Gefolge anschließt, reisen wir nach Westen an die Grenze von Pitax. Dort wird ein neuer Tempel zu Ehren meiner göttlichen Schutzherrin errichtet. Ein architektonisches Wunderwerk, das würdig ist, den Geist der Ewigen Rose zu beherbergen. Einer der neuen Orden von Shilin wird den Tempel nutzen, der Orden der Prismen. Ihr Eifer im Dienst der Göttin wird Valerie guttun. Sie muss viele Gewohnheiten wieder ablegen, wenn sie Shilins Gunst und den Respekt ihrer Glaubensbrüder zurückgewinnen will. Du kannst Valeries Stimme kaum noch hören. Ich bin es so leid von Leuten, die ich verabscheue, Befehle zu erhalten. Ich denke, ihr solltet Valerie in Ruhe lassen. Geht nicht, euer Gnaden. Meine Absichten sind allen bekannt. Valerie, ich bin gekommen, um euch zurück in unseren Glauben zu holen. Unseren? Jetzt bildet ihr euch nicht nur ein, dass ich Shilin dienen will, sondern auch noch, dass ich an sie glaube? Federero schüttelt den Kopf. Ich erkenne euch nicht wieder, Valerie. In welchem Ton sprecht ihr mich an? Ich entsinne mich noch, welche Höflichkeit und welchen Respekt ihr den Älteren einst entgegenbrachtet. Ihr wart ein Vorbild für die anderen Novizen. Valerie hebt leicht das Kinn. Ich erwidere lediglich eure Höflichkeit, Fredero. Wenn ihr mir so leichtfertig Gedanken und Bestrebungen zuschreibt, die ich nicht habe, kann ich ebenso freimütig über euer Verhalten urteilen. Hütet eure Zunge, Fredero. Ihr befindet euch in meinem Land. Ihr werdet meine Untertanen respektieren. Fredero mustert dich respektvoll und nickt. Ich hatte nicht vor, unhöflich zu sein, verzeiht meine Manieren. Es fällt mir schwer, Valerie nicht als Novizin anzusprechen, denn das war sie, als ich sie das letzte Mal sah. Was meine Rückkehr in die Kirche angeht, auf die ihr so vehement besteht, Valerie zieht das Kinn hoch. Bitte, Fredero, erspart mir eure wortreichen Reden. Als ich durch die Tore des Konvents nach draußen trat, habe ich eine endgültige Entscheidung getroffen. Ich werde niemals in den Ruhen der Ewigen Rose zurückkehren. Ich werde nie wieder in Shilins Dienst zurückkehren. Egal, welchen Unsinn ihr mit eurem Brief ausgelöst habt, er endet hier und jetzt. Ein für allemal. Fredero studiert lange Valeries Gesicht, seine Augen werden stahlgrau. Ich traue meinen Ohren nicht. Ich hatte Reue erwartet, Valerie. Reue für eure törichten Entscheidungen, Reue für das Land, das ihr eurer Familie und allen, die sich auf euch verlassen hatten, zugefügt habt. Stattdessen sehe ich eine stolze Abtrünnige, die es wagt, sich dem Willen der Göttin zu widersetzen und die mir trotzen möchte. Mir, der ich euch mühsam großgezogen und unterrichtet habe. Ich muss zugeben, dass ihr nicht Unrecht habt. Lindsay verstummt, als sie Valeries Blick bemerkt und bewegt sich vorsichtig ein wenig beiseite. Valeries Wangen färben sich rot und sie bemüht sich, ruhig zu atmen. Eure Worte überraschen mich nicht, Fredero. Ihr wart schon immer taub für alles, was eurer Überzeugung widerspricht. Ich bin nicht Shilins Auserwählte. Ich bin nicht irgendein Spielzeug, das erschaffen wurde, um eine launische Göttin zu unterhalten. Ich bin nicht... Schweigt! Schweigt, ehe ihr noch den Zorn von ihr auf euch zieht. Wie könnt ihr, die ihr mit nur himmlischer Schönheit gesegnet seid, es wagen, so anmaßend Geschenke zurückzuweisen, von denen andere nur träumen können? Euer Schicksal ist längst entschieden. Es ist vor euch ausgebreitet wie ein edler Teppich. Genug! Ich bin nicht gekommen, um einen verwöhnten Gör und bei seinen Frechheiten zuzuhören, sondern um euch nach Hause zu holen. Und wenn es sein muss, werde ich euch an den Ohren zum Konvent des Ordens schleifen. Ich glaube, wir müssen uns alle ein wenig beruhigen. Valerie unterbricht dich. Sie schreit beinahe. Was ihr zu Hause nennt, Fredero, war mein Gefängnis. Mein Zuhause ist hier, in diesem Land, für das der Baron und ich gekämpft und unser Blut vergossen haben. Hier, neben dem, was zu dienen ich geschworen habe und dessen Seite ich nicht verlassen werde, bis ich sterbe. Hier in den Raubland, wo ich zum ersten Mal selbst entscheiden kann, wo ich hingehöre und was ich glaube.
Valeries Stimme wird sanft. Sie klingt fast wie eine züngelnde Schlange. Nehmt eure Leute, Fridero. Geht zurück zur Abtei der ewigen Rose. Und wenn ich mich tatsächlich als Shelins Auserwählte bezeichnen soll, tja, dann hätte eure ach so großartige Göttin ihr Spielzeug sorgfältiger auswählen sollen. Fridero wird leichenblass. Wie könnt ihr es wagen? Gut gesagt, Valerie. Fridero sieht Valerie in die Augen. Die Hand des Paladins ruht auf seiner Waffe. Wenn ihr darauf besteht, ebenbürtig mit Shelins Paladin zu sein, rechtfertigt euch für eure Worte. Wenn ihr noch einen Funken Würde in euch tragt, werdet ihr mit meiner Satisfaktion, werdet ihr mir diese nicht verwehren. Valerie blickt den wütenden Paladin furchtlos an. Ach, plötzlich bin ich in euren Augen also eine unabhängige Person. Endlich. Nun denn, ich werde diesem Duell mit großem Vergnügen zustimmen. Raksha, ihr seid mein Sekundant. Ich lasse nicht zu, dass ihr euch vor meinen Augen gegenseitig tötet. Ich bin dem ganzen Geplapper aufgewacht. Und ihr habt den Spaß verdorben, bevor ihr überhaupt richtig anfangen konnte. Fridero starrt Valerie mit feurigen Augen an und blickt nicht zu dir. Verzeiht, euer Gnaden, aber ich gehe erst, wenn ich diesem unbesonnenen Mädchen eine Lektion erteilt habe. Ich hatte gehofft, Valeries Verstand würde ihren Ungehorsam besiegen. Doch leider hat es sich anders ergeben. Valerie gestattet sich ein sanftes Lächeln. Keine Sorge, Raksha, dieses Missverständnis ist in wenigen Minuten beseitigt. Sir Zinnet wird die zerfetzten Überreste seines Stolzes einsammeln und uns fortan für immer von seiner Anwesenheit verschonen. Gut, bringen wir es hinter uns, was soll ich tun? Zu den Pflichten des Sekundanten zählt es, den Kampf zu beobachten, beim Duell als Mediator zu dienen und gegebenenfalls das endgültige Urteil über den Ausgang zu verkünden. Valerie greift nach ihrer Waffe. Gleich hier, tretet beiseite, Raksha. Ich will euch nicht versehentlich treffen. Dann wollen wir mal sehen, ob ihr von euren Söldnerfreunden noch etwas anderes gelernt habt als Ungehorsam. Einer meiner Knappen wird mein Sekundant sein. Ich bitte alle, den Duellierplatz zu verlassen und sich nicht einzumischen, ehe ein Sieger ermittelt wurde. Und das sieht uns auch unscheinbar anders. Valerie reitet ja schon fast. Was macht ihr hier? Keine Sorge, guter Herr. Wir werden unseren Streit rasch beilegen und eurem Handelsposten keinen Schaden zufügen. Nun denn, Valerie. Seid ihr bereit? Das bin ich, Fridero. Euer Sekundant soll herunterzählen. Lasst uns beginnen. Duellanten, hebt eure Waffen und nehmt eure Positionen ein. 3, 2, Angriff! Ohohoho, wir haben nur wirklich Valerie zur Verfügung. Können uns für ein defensives Kampfmanöver entscheiden. Ja, genau. Wir kämpfen mit 12 gegen 33. Was für ein Traum. Also überhaupt nur auf eine 20 haben wir eine Chance. Völlig egal, ob wir den Sturmangriff benutzen oder nicht. Diesen Kampf können wir so nicht gewinnen. Schild des Glaubens können wir gerne mal ausprobieren. Was haben wir denn sonst noch? Ich sehe uns diesen Kampf tatsächlich nicht gewinnen. Ausdauer des Ochsen, Vitalität, Schleue, Intelligenz, Stärke zu verbessern. Dann haben wir noch ein bisschen bessere Trefferchance. Um 4, dann haben wir plus 2, sind bei 14. Würde man schon auf eine 19 treffen? Trank, Verschwimmen, ja. Heldenmut, ein Moralbonus, ja. Unsichtbarkeit. Das könnten wir auch nochmal probieren. Person vergrößern. Größenbonus, Stärke. Da weiß ich nicht, ob das über 20 geht. Ein Malus auf Angriffswürfe. Nein, das ist keine gute Idee. Rindenhaut könnten wir noch überlegen. Eieieiei. Hier haben wir noch einen schwere Wundenheilentrank.
So, dann trinken wir jetzt erst einmal. Heldenmut hält schon mal ziemlich lange. Den trinken wir jetzt mal zuerst. So. Bärenstärke hält auch relativ lange. Wenigstens eine Minute, wenn der Trank relativ schwach ist. Trank verschwimmen. Achso, wie lange hält der? Auch eine Minute, das ist gut. Stufe 3, wunderbar. So, Trank Unsichtbarkeit. Da habe ich jetzt einfach die Hoffnung, dass wir echt, dass uns das was bringt. Und dass wir jetzt zumindest einen ordentlichen Schlag landen können. Ja. So, mit 17 gegen 32, weil wir ihn jetzt auf dem falschen Fuß erwischt haben. Wuhu, das muss an der Unsichtbarkeit liegen. Hält die Unsichtbarkeit noch eine Weile an? Nein, die hat sich direkt aufgelöst. 17 gegen 32. Naja, wir treffen ab einer 15, ne? So, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Verschwimmen benutzen wir gerade schon. So, schwere Wunden heilen. Leicht, leicht. Mitte. Mhm. Fluch brechen. Wir können auf jeden Fall nochmal auf Unsichtbarkeit setzen. Schlau und Ausdauer. Naja, dadurch haben wir mehr Trefferpunkte, aber ganz ehrlich, völlig egal. Ja. Person verkleinern. Plus 2 Geschicklichkeit, minus 2 Stärke. Bonus auf Angriff und Rüstungsklasse. Aber den Bonus auf Angriffe verlieren wir dadurch wieder, dass wir Stärke... Warum haben wir denn jetzt nur 18 Stärke? Warum haben wir denn jetzt nur 18 Stärke? Dann könnten wir uns sogar vergrößern und würden den Bonus aussehen. Das Problem ist halt bloß, dass das, was dann passiert, also der Abklang halt Mist ist. Ja gut, und die Rindenhaut. Verbesserungsbonus auf den natürlichen Schutz. Da weiß ich nicht, ob der mit dem... Aber ich glaube, der könnte mit dem Amulett trotzdem sich verkumulieren. Zauberstufe 3. Naja, so was soll's. Wir nehmen ihn jetzt auch nochmal mit. So, Fredero hat uns nicht getroffen. Ich hätte aber... Achso, er ist einfach an unserer Verschwimmrüstung gescheitert. Und jetzt... Eieiei, 18 gegen 35. Das ist okay. Ja, komm schon! Und er benutzt Handauflegen, dieser dreckige Typ. Aber wir haben einigermaßen eine Chance. Rüstung zerschmettern. Das hat er auf uns gewirkt. Rindenhaut hält 30 Minuten, Verschwimmen hält 3 Minuten, Bärenstärke, Heldenmut. Also die Buffs sollten lange genug halten. Oh, 20 Schaden. Das ist natürlich nicht ohne, ne? Ich hoffe einfach auf einen mega krassen, kritischen Treffer von Seiten von Valerie. Jetzt bringt er es schon auf einen Rüstungsbonus von plus 20. Der, wir sind fast sicheres Futter. Mittelschwere Wunden heilen bringt so gut wie gar nichts. Komm schon, immer drauf. Sturmangriff müssen wir von ihm weg, finde ich. Demoralisieren. Kannst deine Überzeugenfähigkeit... Ja, mein Gott, was soll man machen? Wir können es auf jeden Fall mal probieren. Gebrechen behandeln wird nichts bringen. Defensiv kämpfen ist der absolute Mist. Demoralisier den Typen. So, Einschüchternwurf erfolgreich. Ja. Wir haben ihn eingeschüchtert, aber... Das ist ein... Der Typ, ey. Wir haben alles in Valerie reingesteckt, was geht. Und der Typ zieht uns einfach langsam ins Verderben. Schriftrolle. Übelkeit bannen. Göttliche Macht kann von dem Charakter eh alles nicht benutzt werden. Das ist halt schade, schade, schade. Also wir können die Schriftrollen eh nicht wirken. Wir haben... Ja, wir können halt... Im schlimmsten Fall versuchen wir es wirklich nochmal mit dem Personen vergrößern. Aber das wird halt einfach... Das Schlimmste sein. Ich denke, wir machen jetzt Folgendes. Wir trinken uns erstmal gesund. Einigermaßen gesund.
trinken uns nochmal unsichtbar. Und hoffen auf ein... Ja, dadurch haben wir wenigstens wieder ein... Und er macht instant wieder sein verdammtes Handauflegen. Drecks-Paladine. Keine Ehre im Leib. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Oh, diese... resistenten Bastarde. So, wir haben noch einmal Unsichtbarkeit. Und das ging leider daneben. Es ist so mies. Es ist einfach so mies. Und gemein. 15 gegen 33. Wir haben einfach keine besseren Chancen. Komm, eine 20. So richtig schöner, übler. Ich zermöbel dich und nehme dich auseinander, Schaden. So, 9. Ich sehe da nichts. 13. Handauflegen. Wie oft kann er denn sein Handauflegen nutzen, ey? Jeder kann mit schneller Aktion, jeder Einsatz halt 1d6 Schaden für jeweils 2 Stufen. Was hat der denn für eine Stufe? Ja, ein kritischer Treffer! Komm schon! Ich kann leider immer noch nicht sehen, wie viel Lebensenergie er hat. Das wundert mich. Bei Pause sollte er mir eigentlich die Lebensenergie... Und er kann nochmal Hand auflegen machen. Ich meine, ich muss ja jetzt nicht reden. Wir heilen uns hier ja auch die ganze Zeit, ne? Aber... So, Rindenhaut hält noch lange genug. Verschwimmen können wir erneuern. Bärenstärke hält nicht mehr so lange. Dann gehen wir jetzt auf Person vergrößern. Das kann halt das Schlimmste sein, was wir tun können. Kann aber halt auch gut sein. Ein kritischer Treffer in der Position. So, wie lange hält das noch? 52 Sekunden. Es wird kritisch, sobald wir kleiner werden. Komm jetzt, Valerie, ich glaube an dich. Der Kampf läuft schon so unglaublich lange. Hau drauf jetzt. 15 Schaden. Immerhin. Immerhin. Und das mit einem Angriffsbonus von nur 10. Das war ein kritischer Treffer. Ja, ich weiß nicht, ob ich es gerade eben gesagt habe. Wie gesagt, es besteht die Möglichkeit, sich bei unserem Alchemisten Bocken halt nochmal so richtig einzukaufen. Und ja, mit Unsichtbarkeit voll zu proppen. Schwere Wunden heilen, Tränke. Wir haben eh Geld bis sonst wohin. Aber ganz ehrlich, wenn jetzt das nachlässt, also sobald wir wieder kleiner werden, haben wir nichts mehr zu lachen. Ich glaube, dann kommt noch Erschöpfung mit hinzu als Entzugserscheinung. So, wir sind jetzt kleiner. Hey, Rindenhaut, Helmut. Okay, wir sind nicht erschöpft. Das ist gut. Kriegen aber wirklich üblen Schaden und die Heiltränke sind alle nur so Tropfen auf dem heißen Stein. Och, komm, ey. Lächerlich. So, sie kämpft hier schon mit ihrem Bastardschwert plus 1. Ausrüstungsmäßig können wir ihr definitiv nichts Besseres geben. Sie ist eigentlich schon unsere absolute... Passt doch nicht mehr so ganz gerade in unser Format. Dolch aus Kaltmeisen. Der alte Dolch von Jaethel. Dann haben wir noch den einhändigen Dreizack. Erlaubt, Blitz zu wirken. Aber dann sind wir natürlich... Warte mal, wie viel haben wir da mit Angriffsbonus? 13. Ein weniger. Aber wir können momentan eh nur kritten. So, wir können das jetzt mal probieren. Geben wir mal diese Waffe. Oh, sieht die cool aus. Und wirken Blitz. Und er heilt sich wieder durch sein Handauflegen. Es ist jetzt nicht so, dass das nicht irgendwie so gewirkt hätte, wie ich es mir vorstelle. Da haben wir noch makabres Ende. Dadurch kommt sie wenigstens auch wieder auf 14. Benutzt dann jetzt mal eine absolut unheilige Waffe, um sich aus Shilins Orden freizukämpfen. Das finde ich durchaus angebracht. So, wir heilen sie jetzt nochmal mit allem, was geht.
Und hoffen darauf, dass der nekrotische Angriff und was diese Waffe noch so vermag. Und die Autoheilung bei einem Treffer. Oh, uns vielleicht nochmal irgendwie in die Überhand bringt. Nein. Das alles ist einfach vorbei. Tja, tragisch. Valerie schafft es nicht, sich gegen ihren Mentor durchzusetzen. Der aber wohl endlich mal kein... Doch, er hat noch Hand auflegen. Natürlich hat er noch Hand auflegen. Der auch einfach nicht klein beigeben möchte. Richtig, richtig tragisch. Und da bricht sie zusammen. Fredero tritt einen Schritt zurück und steckt seine Waffe weg. Es scheint alles an seinem Platz zu sein, nicht wahr? Solange ihr noch als Mädchen galtet, konntet ihr euch zu jedem unverschämt sein, so viel ihr wolltet, Valerie. Doch nun müsst ihr für all die dummen Dinge Rechenschaft ablegen, die ihr vor Stolz oder Hitzköpfigkeit gesagt habt. Ich bin mit dem Ausgang des Duells zufrieden. Ich sehe keinen Grund, noch länger hier zu verweilen und die Eigentümer dieses Handelspostens und den Baron zu verärgern. Das stimmt mich jedoch zutiefst traurig. Doch ich werde meinen Weg ohne Valerie fortsetzen, die aufgrund ihrer Verfehlung das Recht verwirkt hat, in den Orden der Ewigen Rose zurückzukehren. Zu viel Gerede. Genug. Verlasst sie. Ich werde euch nicht länger behelligen. Meine Ehrerbietung, euer Gnaden. Valerie? Fredero stoppt. Lebt wohl. Das hätte wesentlich schlimmer ausgehen können. Man kann nicht sagen, dass wir es nicht probiert hätten. Bei den Göttern! Euer Gesicht! Valerie! Was? Habe ich etwas? Valerie berührt die Wunde, die ihr Gesicht durchschneidet und blickt auf das Blut an ihren Fingern, eher verwirrt als verängstigt. Lasst mich euch heilen. Sie berührt die Wunde erneut, zuckt gleich zusammen und winkt dann ab. Ah, das ist nichts. Ich spüre nicht einmal Schmerzen, nur Erschöpfung. Spart euch euer Mitleid für jemanden, der wirklich verwundet ist, und ich muss mich nur ausruhen und mich nach all diesen Unterhaltungen über Shilin gründlich waschen. Ereignisreich, lang, intensiv. Leider haben wir den Kampf nicht geschafft und bei all den Fähigkeiten, die ihm zur Verfügung standen, wäre das auch eine harte Nuss geworden. Tja. Und mit diesem nachdenklichen Ereignis verabschiede ich mich für heute und wir sind gespannt, was das nächste Mal auf uns wartet. Bis dahin, euer Rockstar.